Hallo und herzlich willkommen bei Star Trek Online hier auf Ahnungslos TV. Schön, dass ihr hier wieder eingeschaltet habt und mit mir zusammen weiter gegen die Hörbedrohung ankämpft, nachdem wir ja andere Bedrohungen noch separat parallel quasi dazu haben und selber erschaffen haben, so die für Kiri. Die werden bestimmt auch noch spaßig. Aber jetzt geht's erstmal in die Hörg und wir sind hier jetzt irgendwie mittendrin gefangen und haben jetzt Probleme, hier wieder zu entkommen. Und dieses komische Wabbelding da oben, Wabbel, sieht aus wie so ein Wackelpudding. Ja, wird bestimmt alles noch spannend. Jetzt finden wir aber erstmal heraus, was unser lieber Freund Dr. Bashir noch so alles zu erzählen hat. Und was wir hier noch so alles erfahren. Ah, the first results are in. Excellent. I have access to a few critical systems, including gravity and power generation. Bringing them online now. That should make things go a little smoother. In der Tat. Also das ist Dominion schuld. Ah, schon mal gut zu wissen. Immer wieder das Dominion. It appears we have some uninvited guests. You're a long way from Zenketh. Yes. To what do we owe the pleasure? Ah, traveling incognito. One of her many covert identities, I suspect. This expedition of yours has gone on long enough. Touched a nerve, have we? You've found a secret I've kept for millennia. Something I've kept from Odo and the Great Link. The origin of the Herc infestation. And your role in it. I needed soldiers to realize my dream of dominion. Enforcers willing to obey without question. Physically, the Herc were perfect candidates. But their peaceful, free-thinking nature was an obstacle. In studying the Herc biology, I found the key to their loyalty. The Ketracel precursor? Yes, I extracted it from their ecosystem. They had no choice, obey or die. I take it things didn't go according to plan. No, they became savage, incoherent, volatile. With each cycle, the swarm grew larger, wilder. My ability to control them diminished. All I could do was point them in the direction of my enemies. I would let them rampage and await their eventual hibernation. Cry havoc and let slip the dogs of war. They were a failure, but they provided a gift. Ketracel, the gift that led to a more successful endeavor. The Jem'Hadar. I think I've heard enough. I knew you were involved in this somehow. You built an empire on slavery, and now it's all falling apart. When the Alliance learns about this... But they won't. None of you are leaving this world alive. You would kill another founder? There were other founders who knew the truth once, like you. They did not want a dominion built on the backs of slaves. They tried to depose me, to expose the truth to the Link. They failed, and paid for their lack of vision. All of you against the wall. Natürlich. Odo is getting out of hand. Stop this now. No, Odo. This is bigger than you. Bigger than us. The Dominion must endure. I'm afraid I can't allow that. What now? You've forced my hand. This is a modification of your own Herc lure. As we speak, every Herc in the quadrant is homing in on the signal. And you're calling them here? To their homeworld? On the contrary, madam. I'm calling them to the Founder homeworld. Your chickens, as the humans say, are coming home to roost. Insanity! We will...
Also ich glaube, die wissen, wie man so einen Gründer, besiegt. Würde ich jetzt spontan behaupten. Au, au! Immun. Natürlich ist er jetzt immun. Ja, klar. Du bist doch schon fast tot. Kipp um. Kipp um. Und aufsammeln. Und jetzt kommt jemand. So, nee, jetzt werden wir hochgebeamt. Now that we have restored operations here, our ships will be able to lock onto us with transporters. I suggest we take advantage of this while we can. Eine gute Idee. Los, hochbeam. You did this, all of you. You killed a god. My god, my beautiful founder, gone forever. I loved her so. Now you'll pay the price. Guards! Enough, Wayoon. All of you stand down. No! You betrayed her and the Dominion. I will carry out her final order. That founder is no more, Wayoon. This founder has given you an order, and you will obey. No! He is no founder. She was a founder. He is a traitor. Guards! Shoot to kill! All of them! Belay that order. What? We do not serve you, Forta. Where this founder leads, we will follow. Thank you, my friend. Fine. Then I'll do it myself. Take Wayoon into custody and return to your ship. We have business at the home world to attend to. Ja, was bedrückt ihn? Der hat doch irgendwas vor. Der hat doch da irgendwas vor. Irgendwas hat er vor. Sicherheit. Was it part of your plan to draw every Herc in the sector to this system, Garrick? Because if it was, it worked with flying colors. We need to get out of here and fast. Our only hope is to punch a hole through the swarm so we can go to warp. Wir sind direkt hinter Ihnen, Captain. Oh, immun, natürlich ist er immun. Die sind immer alle immun, wenn ich schieße. Auch immun. Ihr geht mir auf den Sack mit eurer Immunität. Ernsthaft. Das war schon bei den... Irgendwo war das auch schon mal, dass sie immun sind. Bei dem Boot war das, genau. Echt. Oh. Okay, gebe ich euch ja mal was zum Spielen. Und noch mehr zum Spielen.
Boom. So, die Ansammlung hier noch einmal weg. Oh, ganz schön viele. Ich habe ja noch hier mein Asteroiden, den ich ja noch hinterher mir herziehen kann. Oh, aber das wird jetzt langsam. Langsam doch echt, Können wir jetzt das System verlassen? Das war's. Sieg! Sieg! We're in the clear. The Herc have departed for the Founder homeworld. It will take them some time to reach it, even at maximum warp. We should make the most of that time and bring an end to this madness. The information that the good doctor found should do just that. For now, let's return to our respective fleets and prepare for the next and hopefully final steps of this journey. Thanks to Garrick, my home world is under siege. I realize there's not a lot of love lost to the Founders these days, but if the center of the Dominion falls to the Herc, the rest of the galaxy will soon follow suit. If you're willing to stand with us one last time, assemble your forces and rendezvous with my fleet in the Gamma Quadrant. I hope to see you there before it's too late for all of us. Okay, dann verlassen wir das System. Und dann haben wir schon wieder die nächste Episode abgeschlossen. Dann fehlt ja jetzt nur noch die letzte Episode. Ey, dann haben wir die Episode auch. Oh, Fortsetzung folgt. Oh. Ganz melodramatisch. Sollen hier öfters einführen. Sehr gut. Gucken wir mal hier. One of the many species they've abused. Regrettably, we Cardassians have some experience in such matters. Of course, our work is just beginning. We need to formulate a cure for the Herc before they devastate every system in the quadrant. Hopefully, we can achieve this lofty goal before they make a meal of the Dominion. And again, science is often a lengthy, perilous process. I'm certainly glad to put Havas Kul behind me. Small, dark passages are not a passion of mine. Fällt mir alles hier nicht so. Waffentechnisch. Nun gut, wir haben trotzdem jetzt erstmal. Ja. Gehen wir denn hier? Cooler und Energiewaffe. Phasenwellen. Cool. Polaron Energietorpedo. Mhm. Ja, muss ich mal gucken, was das für ein Set ist. Okay, wir werden. Bin ich denn hier? Achso, hier ist die Flotte. Und hier müssen wir uns dann noch sammeln. Okay. Cool. Okay, ja, wir haben jetzt erstmal wieder eine Episode abgeschlossen. Es kommt jetzt nur noch eine vor uns und die werden wir natürlich auch dementsprechend angehen. In der nächsten Folge seht ihr, wie dieses Kapitel der Herc zu Ende geht. Ich hoffe, es geht positiv für alle aus.
Ihr dürft das gerne in der nächsten Folge gerne wieder mit angucken. Ich werde den jetzt erstmal hier wieder all ihren Dinger anziehen. Noch nebenbei. Schaltet auch gerne in der nächsten Folge dann wieder ein, wenn wir gegen die Hör kämpfen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Und vergesst natürlich nicht, ein Like dazulassen und ein Abo. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und auf Wiedersehen.